Gerrys gut gelaunte Gäste bei Extra Radio 88.0. Wie immer sitze ich am Montagabend nicht allein hier. Gott sei Dank, heute weiblichen Besuch. Und ich freue mich sehr, wenn du dich kurz vorstellst. Hallo, ich bin Ulrike Kolb. Und ich bin heute hier vorwiegend in meiner Eigenschaft als Zoopädagogin in unserem Hofer Zoo. Genau. Also, und da schließen wir jetzt dann gleich an. Gerrys gut gelaunte Gäste, du bist einer, ein Zoo-Hofkatalog bringst du mir mit. Eine Festschrift zum 60-jährigen Jubiläum des Zoo-Hofes, der Hof ist das. 60 Jahre ist der schon hier im Hof? Oh, das ist ja ein fetter Katalog. Ha? Ja. Wenn es Quelle noch geben würde, würde ich sagen, der ist ungefähr doppelt so groß. Oh, schön mit Tieren drin und Informationen, Ausschnitten von Zeitungen und so weiter. Das kann man auch im Zoo erhältlich, kriegt man auch im Zoo, ne? Ja, das kann man im Zoo erhalten, an der Kasse. Der hier steppt der Bär gleich zweifach. Schau ich mir da mal an. Super, vielen Dank. Das ist schon mal ein schönes Geschenk für mich, gell? Du bist also Zoopädagogin, Ulrike Kolb. Ulrike, was kann man sich darunter vorstellen? Also Pädagoge ist ja mehr so der Lehrer. Ja, das verbindet sich etwas. Ne? Als Zoopädagoge hat man natürlich mit Menschen und mit Kindern zu tun, auch mit Tieren. Und ich bin praktisch die Schnittstelle, die den Menschen das Leben der Tiere im Zoo, aber auch außerhalb des Zoos vermittelt und mit denen darüber spricht. Das heißt, ich bringe den Kindern Fragen des Naturschutzes näher, des Umgangs mit Tieren, des achtsamen Umgangs mit Tieren und decke diesen ganzen Bereich in unserem Zoo ab. Wie wird man denn Zoopädagoge? Was hat man denn? Man muss ja also auf der einen Seite natürlich die pädagogischen Sachen erlernen, aber auch irgendwie sich mit Tieren befassen und den ganzen Herkunft und wie studiert man das oder lernt man das? Man lernt es. Also ich weiß nur, wie ich Zoopädagogin geworden bin. Der Janusz Gutkowski, der Chef der Zooleiter des Hofer Zoos, den ich bei einer anderen Gelegenheit mal kennengelernt habe vor einigen Jahren. Mit dem habe ich mich lange unterhalten und dann hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, diesen Bereich abzudecken im Zoo und hat mir auch genau erklärt, was dazugehört. Und dann habe ich da lange drüber nachgedacht und habe mich dann entschlossen, das auszuprobieren. Und dann bin ich erstmal ein paar Wochen lang in den Zoo gegangen und habe mit den Tierpflegern gearbeitet, so richtig von der Peak auf. Ausmisten, füttern, Futterküche, bin überall mitgelaufen. Ne? Okay. Damit ich muss ja wissen, wovon ich spreche. Genau. Und ansonsten hat der Zoochef mich mehr oder weniger ausgebildet. Dann gibt es noch den Verband deutschsprachiger Zoopädagogen, die auch sehr hilfreich sind. Also du hast sozusagen das Learning by Doing Und war das nicht ein bisschen spannend? Also ich meine, ihr habt ja da Schlangen auch und so Sachen. Ist das nicht erst so ein bisschen... Ja, ich habe mich bei manchen Tieren selber schwer getan. Ne? Also auch als die Tierpfleger dann mal für mich eine Schlange rausgenommen haben, eine Python-Schlange und gesagt haben, fass mal an, nimm die mal in die Hände. Ich hatte vorher noch nie eine Schlange berührt, das ist mir total schwer gefallen. Aber ich habe es durchgezogen und ich kann nur sagen, Schlangen fühlen sich wunderbar an, weich, warm, glatt, zarte Haut. Oh. Also kann ich nur empfehlen. Also kein Vergleich zu der Handtasche. Nein. Das ist ja interessant. Also du bist sozusagen ganz nah bei den Tieren auch immer mit dran. Ja. Ja, also auf Tuchfühlung, sag ich mal. Und jetzt spielen wir einen Titel und dann habe ich noch eine tolle Frage. Es ist gestern Montagabend, heute bei mir die Ulrike Kolb, Zoopädagogin im Hofer Zoo. Und jetzt habe ich gerade was erfahren, da läuft mir die Gänsehaut rauf und runter. Denn Ulrike ist auch in den etwas gefährlicheren Gehegen unterwegs. Wir sprachen gerade über die Alligatoren oder Krokodile. Da gibt es einen Unterschied, gell? Ja, ich bin nicht in den gefährlicheren Gehegen unterwegs, also auch da sind wir natürlich von einer Glasscheibe getrennt, meine Gruppen und ich. Aber bei den Brillenkaimanen ist es zum Beispiel so, dass die meisten Zoogäste, wenn die sich die anschauen, sehen die Brillenkaimane im Sand liegen oder im Wasser liegen. Und 80% der Kinder sagen, Ulrike, sind die tot? Und dann sage ich, nein, die sind nicht tot. Guck mal, das sind Spuren im Sand, da kannst du sehen, dass sie sich bewegt haben. Und hier und da liegt auch ein Häufchen. Aber es ist wirklich ganz selten sieht man sie nur in Bewegung. Wenn aber das Weibchen seine Eier gelegt hat,
dann ist erhöhte Wachsamkeit bei den Kaimanen angesagt. Und dann reicht es schon, wenn man an der Scheibe vorbeigeht und sie sieht einen, dann kommt sie sofort angeschossen zu ihrem Gelege und mit einer Geschwindigkeit, dass man das mit den Augen praktisch gar nicht nachverfolgen kann. Und dann kriegt man eigentlich erstmal ein Gefühl, wie gefährlich einem die Tiere auch werden können und wie schnell die werden können. Ne? Also die schnalzen ja so, ne? Irgendwie, da macht so, die machen eine Bewegung und dann sind sie schon gleich 3 Meter weg. Genau, ganz genau. Also unglaublich, unglaublich. Ja. Und naja gut, du hältst dich ja auch nicht direkt dort auf, sondern nein, immer schön. Nein, das wäre zu gefährlich. In gewisser Reichweite. Ne, also auch, genau. Auch die Tierpfleger sind vorsichtig bei solchen Tieren. Ne? Man kann nicht einfach so reingehen und was machen. Man muss schon dann Maßnahmen treffen, dass eben einem nichts passiert. Ne? Und deine Aufgabe ist jetzt dort, das Ganze eben näher zu bringen. Das heißt, wie klärst du die Leute auf dort? Also nicht nur Kinder, sondern auch ja Erwachsene und Studenten? Ja, und ich biete Führungen eigentlich für alle Menschen an. Ich habe sehr viele Kinder feiern ihren Geburtstag bei mir im Zoo. Mhm. Die verbinden dann die Feier und die Unterhaltung mit dem Lehrreichen. Das ist ganz beliebt. Dürfen die dann irgendwo reiten, wenn sie Geburtstag haben oder so? Auf einem Leopard? Nee, das klappt nicht. Das ist so eine Führung läuft folgendermaßen ab, die Geburtstagsgruppe und ich, wir treffen uns an der Zookasse und dann machen wir einen Spaziergang durch den Zoo und wir gehen in den Wirtschaftsbereich, wo die Tierpfleger arbeiten, das Büro ist, wo Zoogäste sonst natürlich keinen Zutritt haben und da schauen wir uns ganz gründlich um, alles aber immer altersgerecht, ne, weil es kommen schon Dreijährige, mit denen rede ich natürlich anders als mit 13-Jährigen oder 8-Jährigen und Erwachsenen, aber je nach Altersgruppe bringe ich denen das dann nahe, ich zeige denen die Vorratslager und erzähle mal so einen Tagesablauf im Zoo aus der Sicht der Tierpfleger, was sie alles zu tun haben, was sie alles beachten müssen. Oft haben wir im Wirtschaftsbereich auch noch irgendwelche Pflegetiere, die besondere Aufsicht bedürfen. Das ist immer ganz interessant, wenn da zum Beispiel ein kleines Äffchen gerade ist, was großgezogen wird. Das ist für die Kinder ein Highlight. Absolut. Hast du auch ein Lieblingstier? Meine Lieblingstiere im Zoo sind die Alpakas. Die Alpakas? Ja, ich finde die wunderschön, weil die haben so eine gelassene, gemessene Ausstrahlung und die haben halt diese wunderbaren, riesengroßen Giraffenaugen mit den endlosen Wimpern, die mag ich sehr. Süß. Ja? Spucken die nicht ab und zu mal? Die können spucken, natürlich, aber das ist ihre Waffe. Die Tiere spucken, wenn die sich bedroht fühlen oder Angst haben und die geben aber vorher Signale. Die scharren mit den Hufen, die schnauben, die legen die Ohren an. Also jeder muss dann eigentlich schon merken, irgendetwas passt hier gerade nicht. Und wenn sie dann spucken, die sind wahnsinnig treffsicher, sie können aus 6 Meter Entfernung jemandem ins Auge spucken. Und das Ekelhafte daran, und deshalb ist es so berüchtigt, ist, die spucken keinen Speichel, sondern Magensäure. Okay, das, ist auch gefährlich. Brennt und ist unangenehm. Ja. Ne? Ich habe das bei uns im Zoo noch nie erlebt, dass eins von unseren Alpakas gespuckt hätte. Ich habe auch noch nie erlebt, dass irgendjemand die Alpakas geärgert hätte. Mhm. Aber unsere Alpakas sind ja auch jetzt nicht dumm. Die wissen auch, sie können einfach vom Gehegezaun zurücktreten. Na, weil ihr immer so lieb seid zu den Tieren. Ja, Extra Radio. Ich habe eine Fachmännin hier für Zoo und für Pädagogik. Das Ganze wird verbunden. Und das macht hier in Hof die Ulrike Kolb. Ulrike, hast du selbst auch Tiere zu Hause? Ja, wir haben 2 Hunde zu Hause. Einen mittelgroßen Mischling, blond, unser Bello, der jetzt fast 15,5 Jahre alt ist, also ein ganz alter, würdiger Herr. Blonder Mischling, ist ja, der ganz gut, schöner Hund. Und einen sehr jungen, sehr lebhaften, sehr starken Schäferhund, der jetzt im Herbst zu uns, im Sommer zu uns gekommen ist. Alles klar, also machst du dann gleich weiter, ne? Ja. Zu Hause, okay. Wir hören uns jetzt gleich die Lokalnachrichten an und danach reden wir noch ein bisschen über deine Aufgaben, zum Beispiel, wie es denn im Winter ausschaut, ne? Das wollen wir dann auch noch wissen. So, und jetzt haben wir es wieder mal mit dem Wetter und ich glaube, eine Dame aus dem Zoo, die hat ein ganz besonderes Wetter für mich. Bitteschön. Ja, hier haben wir das Extra-Radio Hochfrankenwetter. Heute ist es meist bewölkt. Vereinzelt zeigt sich die Sonne mit Höchsttemperaturen bis 18 Grad. Also ich bin gerade durch die Stadt hierher gelaufen und habe maximal 13 Grad gefühlt. Aber vielleicht war ich auch zu dünn angezogen. In der Nacht fällt das Quecksilber auf 8 Grad und morgen überwiegen die Wolken. Später fällt Regen und dazu haben wir einen lebhaften Westwind. Auch am Mittwoch bewölkt und windig, zeitweise Regen, aber nur noch 6 bis 9 Grad.
Super, gut gelaunte Gäste. Ulrike Kolb heute bei mir. Die Zoopädagogin ist unterwegs im Zoo natürlich, hat ganz viele Leute, die das auch interessiert, dass man alles über Tiere erfährt. Wer kommt da alles zu dir? Was sind das für Menschen? Das ist ein Querschnitt durch die ganze Bevölkerung im Grunde genommen. Es kommen viele Schulklassen, natürlich, die mit denen ich Führungen veranstalte. Viele Kinder feiern ihren Geburtstag bei mir. Aber es gibt auch Leute, die für sich eine Einzelführung buchen. Es werden auch Führungen verschenkt. Und es gibt Altenheime kommen und buchen Führungen, andere Vereine buchen Führungen. Es gibt Firmen, die Betriebsausflüge in den Zoo machen und eine Führung buchen. Also es ist alles vertreten. Alles, was möglich ist, kann durch den Zoo geführt werden. Das ist interessant. Ich glaube, dann werden auch einige, sagen wir mal, vom Gehirn her aufgefrischt, was Tiere anbelangt und so weiter. Hattest du denn bei so einer Führung schon mal ein besonderes Erlebnis oder überhaupt? Ja, ich hatte natürlich schon viele besondere Erlebnisse, aber das Erlebnis, was mich am meisten berührt hat, war, dass Eltern eine Führung für ihre Tochter gebucht haben und dieses kleine Mädchen war blind. Oh. Das konnte nicht, wirklich gar nichts sehen. Ja. Und das war für mich natürlich auch eine echte Herausforderung. Das wurde mir auch vorher nicht angekündigt. Die Eltern haben die Führung gebucht und ich habe das erst wirklich in dem Moment erfahren, als das Mädchen vor mir stand. Und dann bin ich mit ihr alleine durch den Zoo gelaufen und stand mit ihr dann vor den Gehegen. Und dann ist das natürlich, muss man völlig anders an die Sache herangehen. Dann kann man nicht sagen, schau mal, wie der Affe da hängt oder wie der sich gerade bewegt. Man muss das alles beschreiben und man muss ganz andere Wörter benutzen und ganz andere, man muss es ganz anders erklären. Und das war für mich eine große Herausforderung, aber das hat super gut geklappt, weil ich es geschafft habe, mich auf das Mädchen und auf die Situation einzulassen und das hat mir und auch dem Mädchen viel Freude gemacht. Also sehr beeindruckend, muss ich sagen, wenn ich mir das vorstelle, dass ich jemanden auch hier im Studio müssen wir auch mehr oder weniger Bilder vermitteln. Ganz einfach ist es nicht. Und vor allem, wenn sich was bewegt, ne? Wenn was passiert gerade, wenn sich die Situation verändert. Also unglaublich. Und das geht einem dann auch schon mal eiskalten Rücken runter. Ja, sowas, ne? Das reicht ja nicht. Dann, man muss ja auch erstmal das Gehege beschreiben, wie das aussieht, was alles drinnen ist. Dann das Tier beschreiben, dann eben über die Tiere etwas erzählen. Und das Mädchen hat auch immer gesagt, was macht das Tier jetzt gerade? Wo guckt das hin? Und war auch ganz interessiert. Also das fand ich sehr, sehr spannend. Und konnte dann natürlich auch einige Tiere anfassen wahrscheinlich. Ja, ne? Und dann, das war natürlich auch ein Highlight, ne, dass es Tiere berühren konnte und streicheln konnte und auch füttern konnte. Ne, also wir konnten, das Mädchen und ich, wir konnten uns ganz aufeinander einlassen. Schön. Und dadurch war das wirklich ein ganz schöner Nachmittag im Zoo. Also auch eine tolle Idee, glaube ich, auch für die Eltern eine interessante Sache, dem Kind das sowas zu ermöglichen. Ja. Wie schaut es denn eigentlich im Winter aus? Also viele Tiere sind ja dann doch keine Wintertiere, manche halten auch Winterschlaf und so weiter. Ist dann der Zoo überhaupt offen? Der Zoo ist täglich geöffnet. Ja. Ne, ab 1. November ist der Zoo nicht mehr bis 18 Uhr geöffnet, sondern bis 16 Uhr nur noch. Aber bis dahin kann man ihn besuchen wie im Sommer. Manche Tiere ziehen sich natürlich früher zurück, manche Tiere halten auch eine Winterruhe. Aber es ist trotzdem interessant und ein schönes Erlebnis. Und auch im Winter machen wir Führungen und Kindergeburtstage und das ganze Programm eben dementsprechend abgestimmt. Das war die Pinguinzeit, ne? Ja, es wäre schön, wenn wir Pinguine hätten im Zoo. Fehlen dir eigentlich noch einige Tiere? Hättest du gern noch was da? Was ich hätte gerne zum Beispiel Pinguine im Zoo, das fände ich sehr schön. Ne? Und ansonsten bin ich eigentlich zufrieden. Weil wir haben eine schöne Auswahl an Tieren da. Es ändert sich ja jetzt noch auch ein bisschen was durch den Umbau des Tropenhauses und man hat immer Ideen, was man noch hätte, was man noch gerne hätte. Ne? Und wir sind ja nicht jetzt auch nicht so ein riesiger Zoo, das heißt, dass bestimmte Tiere bei uns sowieso gar keinen Platz finden würden. Ne, und ich bin total zufrieden mit dem, was wir an Tieren haben. Also es klingt interessant, da möchten wir gleich wieder losgehen und in den Zoo gehen. Wenn wann warst du denn zuletzt im Zoo, also, Gary? Gar nicht lang her, gell? Aber ich kann mich noch erinnern, ich habe dort einen Kaffee getrunken. Ja, siehst du, hast du auch Gary, Tiere angeschaut. Gut gelaunte Gäste bei Extra Radio 88.0. Gerys Gäste am Montagabend, heute ist 17.46 Uhr, die Zeit rennt schon wieder. Ich beantrage eine Stunde länger. Wenn es schon um den Hofer Zoo geht, wollen wir aber auch mal über dich reden. Ulrike, wo kommst du ursprünglich her? Du hast also von
von der Sprache her nicht den typischen Hofer Dialekt. Nee, oder? Den habe ich bestimmt nicht. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Tatsächlich? Ja, aus Bochum, da bin ich aufgewachsen. Ja. Und habe aber seit meinem 16. Lebensjahr bin ich aus Bochum weg und habe dann eigentlich an ganz vielen Stellen in Deutschland gelebt und bin jetzt seit 2004 in Hof. Naja, das sind 10 ja. Jahre. Da bist doch schon Hofer. Ja, oder? Nee, ich glaube nicht, dass sie in die Hofer anlassen. Nee, also ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Tage und ich würde dich da also auf jeden Fall mit einbeziehen. Sehr schön. Ja, klar. Mhm. Darf ich dich noch ein bisschen ausfragen? Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Ich habe Kinder. Ja. Ich hab drei, verheiratet bin ich nicht, aber ich habe drei Töchter. Die sind 39 und 20 und 17, und ein vierjähriges Enkelkind. Gut verteilt. Ja, ich habe praktisch eine Frühgebärende und eine Spätgebärende. Ja, genau. Ich habe alles abgedeckt. Ne? Und jetzt sind sie aber alle ziemlich groß und die sind auch alle hier in Hof. Schön. Ne, und gehen noch zur Schule und machen ihr Zeug hier. Und was machst du, wenn du nicht im Zoo bist? Hast du noch andere Tätigkeiten, ja, Hobbys? Oder? Wenn ich nicht im Zoo bin, bin ich in der Lunkenburg, in unserem Vereinshaus. Mhm. In der Augestraße, das kennst du auch, du genau, bist ja auch schon mal da gewesen. Ne? Wird jeden Tag mehr gebaut da ja, drin, das ist sensationell. Wir haben jetzt eine wahnsinnig lange Baustellenzeit hinter uns. Das Haus ist seit 2008, hat das der Hofleben e.V. Mhm. Der Johnny hat das damals gekauft und dem Hofleben e.V. übertragen mit der Option, mit der Auflage, das kulturell und öffentlich zu nutzen. Und daran stricken wir seitdem. Wir haben das Haus in einem sehr, sehr schlechten Zustand übernommen. Also extrem schlecht. Die Hallunkenburg war früher mal ein Gasthaus, ne? Das war ein Gasthaus, ja. Das war schon lange, lange Jahre ein Gasthaus. Die erste Erwähnung als Gasthaus gibt es, glaube ich, 1859. Aha. Ja, da war es ein da war es. Moment, ja, da war es ein Weinlokal. Sensationell, wir haben ja hier auch noch Geschichte in der Sendung. Ja, und es ist seitdem ganz viel Gastronomie drin gewesen und irgendwann hieß es auch Halunkenburg. Ja. Und ich weiß, dass es 1927 war der Gastwirt Ernst Neumeister drin und hat sich seinen Gästen empfohlen, mit der renovierten, bestbekannten Halunkenburg sowie einer Metzgerei und Wurstfabrikation. Ja, und es ist immer Gaststätte gewesen. Die letzte Gaststätte hieß dann Alt-Berlin. Und als wir das übernommen hatten, sind ganz viele Leute gekommen und haben gesagt, ihr müsst das Halunkenburg nennen. Und wir haben gesagt, warum? Und dann haben die uns das erzählt. Mhm. Und überhaupt hat jeder Hofer über 40 Erinnerungen an die Halunkenburg, weil viele Leute haben da früher ihre wilden Zeiten verbracht. Und ihr Feierabendseidler getrunken, glaube ich, und so. Ja. Daher kenne ich das auch. Es wurde auch viel noch getrunken. Aber ja. Und viele tolle Dinge wurden dort erlebt. Ne? Viele, viele Halunken wurden geboren. Ja, genau. Ja, und dann haben wir den Namen übernommen und es gefällt uns auch gut. Ne? Und du bist Vorstand? Ich bin im Vorstand der Halunkenburg, ja. Okay, alles klar. Na? Hören wir gleich noch ein bisschen mehr. Extra Radio der Feierabend. In 5 Minuten sind wir schon wieder durch mit unserer tollen Sendung heute und mit Ulrike Kolb, die. Übrigens auch jederzeit neue Führungen anbietet. Wo muss man sich da melden, wenn man zu dir will? Man kann im Zoo anrufen und sich melden. Mhm. Man kann mich erreichen unter meiner Internetadresse ulrikekolb@hofleben.info. Mhm. Und man kann mich anrufen. Aber meine Telefonnummer wird sich jetzt keiner merken, wenn ich die sage. Wahrscheinlich nicht, aber wir werden das nochmal auch im Internet anbieten. Ja, und dann schreiben wir es mit dazu. Reinschreiben. Genau. Na, also ich bin eigentlich immer erreichbar. Schön. Und dann immer bereit, eine schöne Führung. Also es freut mich auch, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ja. Es ist ja der Zoo noch offen, ne? Also jetzt bis 18 Uhr ist heute geöffnet. 1. November wird es dann bis 16 Uhr. Das heißt, du bist vorher gekommen. Ja. Wann fängst du früh an oder morgens, vormittags? Wann ist das ist verschieden, wie ich gebucht werde. Mhm. Also wenn ich heute einen Anruf kriege, dass morgen eine Schulklasse kommen will, dann mache ich mit denen eine Zeit aus und dann bin ich zeitgleich oder meistens ein bisschen eher im Zoo und wir treffen uns. Ne, und ich werde angerufen oder angeschrieben. Ich telefoniere dann aber immer mit den Leuten. Ja. Dann kann man das alles schön absprechen, was gewünscht wird. Und ich kann mich auch informieren, wer kommt genau. Und dann treffen wir uns im Zoo.
Und die Zeiten sind, wie es kommt halt. Genau. Also schön, interessant. Ich bin der Nächste, den du führen musst im Zoo. Ich bin da auch ein tierlieber Mensch und so weiter. Das interessiert mich sehr. Schaust du dir alles an. Genau. Wie schaut es denn bei dir aus, Ulrike aus Bochum eigentlich? Du bleibst im Hof? Wie wirst du weitermachen? Wirst du im Zoo mehr bleiben? Wirst du in der Hallumburg mehr machen? Ich habe zumindest keine Ambition, jetzt hier wegzugehen. Keine Pläne. Gefällt es dir also in Hof? Mir gefällt es in Hof gut, ja. Ich finde, Hof ist eine kleine, überschaubare Stadt. Ich finde Hof auch sehr, sehr schön. Und ich finde, dass Hof unglaublich viel zu bieten hat, wenn man es denn sieht. Ne? Ja, ja, ja. Ich höre oft, habe schon oft gehört, auch von Hofern, die sagen, in Hof ist nicht viel los und man kann nichts machen. Aber ich sehe das anders. Als ich nach Hof gekommen bin, waren meine Kinder noch kleiner und ich war total begeistert davon, was wir alles unternehmen können in Hof. Auch was die Kinder alleine unternehmen können, weil alles einfach dicht beieinander liegt. Und wir haben so viel, das Theater, den Zoo, den Theresienstein, den Eisteich. Im Winter können die Kinder Eislaufen gehen. Also Hof hat ein super schönes, komprimiertes Angebot. Und ich mag auch die Hofer, ich mag den Hofer-Charme. Der Hofer-Charme, der eher sich hinter der Rindfleischwurst verbirgt. Ja, aber trotzdem, wenn man ihn einmal erkannt hat, ist es sehr, sehr schön. Ne? Also ich glaube, alle Hofer haben jetzt ein Grinsen auf den Lippen und freuen sich, dass das von außen so gesehen wird. Das ist eine Obwohl ich habe durchaus auch fränkische Wurzeln, ja, weil mein Vater kam aus Nürnberg. Und von daher ist es vielleicht auch für mich dann einfach. Also fränkisch würde ich sagen, ja, hoferisch, nein. Hoferisch habe ich auch nicht Nürnberg gesagt. Und Hof ist schon, also da ist ja auch noch Bayreuth dazwischen, da kommt die ganze Alles klar, also ich kenne mich aus, schön, dass du da warst. Ja. Vielen Dank, wir sehen uns und auch viele extra Radiohörer bestimmt bald im Zoo mit dir. Und wir freuen uns. Alles Gute, danke. Dir auch, alles Gute.